Seht ihr? Man muss nur wissen, wie man es macht. Trink nicht zu viel. Ich will auch noch was. Jetzt komme ich wieder dran. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt reicht's aber, mach das mit raus. Und lass dich hier bloß nicht mehr blicken, um das Gestell kaputt zu machen, was? Bodenlose Schweinerei, das ist so schlimm als die Heuschreckenplage, die Pest und die Warum Donner schreien Sie so? Hat er Ihre Frau in den Hintern gezwickt? Wenn's nur das wäre, er hat mir heute schon 5 Hemden und 5 Hosen verbrannt. Er hätte es geschafft, dass morgen halb San Francisco in Unterhosen rumlaufen muss. Und was ist mit dir? Bist du neu hier in Frisco? Ja. Das heißt also, du suchst Arbeit? Ja. Du kannst gleich bei mir anfangen. Was, beim Unterhosen zählen? Ich habe eine Bügelei, siehst du das Schild nicht? Du kannst die Stelle von diesem Brandstifter übernehmen. Aha. Bügeln liegt dir also nicht. Aha, vielleicht möchtest du lieber in der Wäscherei meiner Schwester anfangen. Oder du gehst ins Restaurant meines Schwagers Tao Shi als Tellerwäscher. Danke, kein Bedarf. Ich bin nicht ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gekommen, um mich hier genauso abzuschitten wie zu Hause. Gut, bügel weiterhin. Hoffentlich war das kein Fehler. So viel Arbeit gibt's hier nicht. Und schon Konfuzius sagte nur, die Klugen und die Dummen werden sich niemals ändern. Warum drängeln Sie denn so? Und was ist mit Ihrem Gepäck? Ich habe bitte eine Fahrkarte nach Texas. Was kostet die Fahrt? Dann geben Sie mir eine Karte. Hey, wie lange dauert denn das? Nur warten Sie gefällig, bis Sie dran sind. Und fassen Sie mich nicht an. Mister. Entschuldigen Sie, Mister. Aber ich möchte eine Fahrkarte haben. Eine Fahrkarte nach Texas wollen Sie. Aber wohin? Texas ist groß. Dallas, Abilene, El Paso. In welche Stadt wollen Sie? Ist mir egal. In irgendeine. Also gut. Einmal Texas zum Auszug. John erschlägt den Bill. Bill erschlägt den Kit. Kit erschlägt den Jack. Jack erschlägt den Slim. Slim erschlägt den Kalle. Und ich erschlage alle. Jesse, Jimmy! Nur Mut, meine Herrschaften. Immer hinein in die gute Stube. Wir fahren gleich ab. Alles einsteigen! Hey du, wo willst du hin? Nach Texas, wenn's recht ist, Kutscher. Dein Platz ist da oben, Genghis Khan. Auf dem Billett steht, ich kann's mir aussuchen. Dann bist du im Irrtum, aber du kannst dir aussuchen, ob du einen Pfund aufs Hirn, in Arsch oder lieber in die Eier haben willst. Schwing dich auf, da siehst du mehr von Texas. Wir fahren! Wiedersehen.
Eine halbe Stunde Rast, um die Pferde zu wechseln. Bier und Whisky gehen zu Lasten der Reisenden. Na los, runter, Genghis Khan, du bist da. Wo bin ich da? In Texas, genau wie es auf deiner Fahrkarte steht. Hier ist so viel Texas, dass du davon Bauchweh kriegst. Was soll ich hier? Ich will in eine Stadt. Hier ist es gesünder für dich. In der Stadt verkaufen sie dich als Kanarienvogel. Ein Krug Milch kostet einen halben Dollar. Eine Handvoll Reis kochen, was kostet das? Das macht auch einen halben Dollar. Sonst noch was, euer Herr? Ja, Wasser. Ich möchte gern baden. Das Wasser kostet hier genauso viel wie die Milch. Die meisten kratzen sich hier nur, weil es billiger ist. Kennst du den Witz mit den zwei Stangen? Also, pass auf. Da kommt einer in den Drugstore und wundert sich über zwei Stangen, die 1000 Dollar kosten sollen. Da sagt der Verkäufer, hören Sie mal, das ist ein original ostsibirisches Scheißhaus. Und nun stellen Sie sich mal vor, Sie sind in der verschneiten Taiga und müssen mal. Dann stecken Sie die kürzere Stange in den Schnee und hängen Ihre Kleider dran. Und die längere klemmen Sie sich einfach unter den Arm und wedeln damit die Wölfe weg. Schon wieder einer. Wisst ihr eigentlich, warum es in Amerika so viele Chinesen gibt? Nein, warum denn? Weil sie alle, die sie nicht mehr brauchen können, ins Meer schmeißen und weil sie so leicht sind, treibt sie die Strömung hierher. Der hat anscheinend keine Ahnung, dass wir hier in einem zivilisierten Land sind, wo man mit der Gabel isst. Vielleicht muss ihm das mal jemand sagen. Nein, 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 lieber nicht. Er könnte sich ins Fingerchen stechen. Sag mal, Bambusprössling, ist es wahr, dass die Gelben, wenn sie Angst haben, grün werden? Für jede Angst gibt es eine spezielle Farbe. Ja, aber wir würden zu gerne mal sehen, welche Farbe deine Angst hat. Hoppla! Ich darf wohl annehmen, dass das nicht Absicht war, oder? Nein! So was würden wir nicht tun. Niemals! Ja. Niemals! Noch einen Krug Milch, bitte. Endlich haben wir die Indianer vom Hals und was ist? Scheiße! Jetzt schwirren die gelben Heuschrecken durchs Land. Ist doch wahr, oder? Ah. Wer ist dieser Milchbubi eigentlich? Der geht mir mit seiner Überheblichkeitstour auf den Sack. Eine Gabel, bitte. Habt ihr gehört? Er will mit der Gabel weiteressen. Ich sag's ja, man muss nur mit den Leuten reden. Hey, gelber Freund, putz mir die Schuhe, dann spendiere ich dir ein Glas Kuhsaft. Na? Bist du schwerhörig? Ich hab gesagt, du sollst mir die Schuhe putzen. Ich bin sehr empfindlich und hab's nicht gern, wenn man so laut mit mir redet. Sein Loch. Wo gibt's hier Arbeit? Der Mensch lebt nicht von Milch allein, habe ich gehört. Ja, ja, das stimmt. Nicht ganz eine Meile von hier liegt eine kleine Ranch. Alles anständige Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Lieber nicht. Los, der Nächste! Ach, das klappt nicht mehr. Ich glaube, wir haben heute Gegenwind. Ja, ja. Und 10. Los, Kleiner, hol die Eisen. Hey, schau mal, wer da kommt. Hallo. Seid ihr Cowboys?
Nein, wir sind Pfadfinder und Hochwürden Braun unterweist uns gerade in der hohen Kunst des Streckens und Häkelns von Bauchbinden, damit wir im Winter nicht frieren. Ich suche Arbeit auf einer Ranch. Ach, du meinst, du willst waschen, flicken, nähen und so weiter. Nein, ich will als Cowboy arbeiten. Chinesischer Cowboy, das hätte meine Oma hören sollen. Ich wette, der läuft davon mit einer Kuh. Das ist so ein großes Tier mit Hörnern. Hey, sag mal, wo hast du denn dein Pferd gelassen? Ein eigenes Pferd habe ich leider noch nicht. Aber ihr könntet mir eins auf Kredit geben und ich zahle es mit meiner Arbeit ab. Bei uns hier kauft man keine Pferde auf Kredit. Komm wieder, wenn du Geld hast, dann können wir uns weiter über dieses Thema unterhalten. Cowboy. Hey, pass mal auf, ich habe eine glänzende Idee. Ich finde, wir sollten uns einen kleinen Spaß mit dir machen. Ja, ja, ja. Hey, du, warte einen Moment. Ich habe eine Idee, wie du schnell zu einem Pferd kommst. Wir machen ein kleines Spielchen. Hm? Wenn es dir gelingt, die zwei Übungen, die ich und der Dürre Hanni da dir zeigen, nachzumachen, dann kriegst du ein Pferd. Wenn nicht, dann musst du mir die ganze Brut hier zwei Monate lang die Socken waschen. Einverstanden? Ja, aber ja. Gut. So ein richtiges Waschweib wäre mir trotzdem lieber. Bei deinen Unterhosen würde die gleich eine Gasvergiftung eingehen. Schau mal her, das ist dein Nagel. Den musst du bis zum Kopf in den Tisch reinschlagen, und zwar mit einem einzigen Schlag. Pass auf, ich zeig's dir. Ja. Jetzt ist aber blass geworden, der Kleine. Hallo, mein Lieber, hier ist der Nagel und der Hammer. Siehst du, das habe ich mir gedacht. Der hat noch nie im Leben einen Hammer gesehen. Wie der den Nagel nimmt. Ja. Er hat den ohne Hammer reingeschlagen, das gibt's doch gar nicht. Der Junge hat keinen schlechten Schlag auf der Pfanne. Halten wir also nicht mit so billigen Tricks auf. Da drüben steht ein Pferd, siehst du's? Okay, pass gut auf, ich mach's nämlich nur einmal. Hast du gesehen, wie es geht? Also los. Aber pass auf, das Tier ist ein bisschen nervös. Da bricht man sich leicht den Hals. Auf geht's. Los. Hey, Chinese, pass auf, dass du beim Rückwärtsgehen dem gar nicht in den Arsch kriegst. Test, der muss aus irgendeinem Zirkus sein. Ja, das kommt mir auch so vor. Also, wo ist mein Pferd? Weißt du, Gelbsüchtige, der Trick war nicht übel, aber für ein Pferd doch ein bisschen wenig. Nein, das war kein Trick. Ich habe ein Pferd gewonnen und will es auch haben. Mach, dass du wegkommst. Die Vorstellung ist zu Ende. Wir müssen weiterarbeiten. Kriege ich jetzt das Pferd oder muss ich mit dir Chinesisch reden? Schweigen ist gut, aber ein Pferd ist besser. Hier hast du dein Pferd! Halt! Halt! Scheißkerl, komm her und hol dir dein Pferd! Ah! Komm her, damit rasiere ich dich. Thank you.
Mir leid, aber ich kann dir nicht helfen, Chinese. Es geht nicht, verstehst du? Ich habe keine Arbeit für dich. Wir sind Vollzeit. Sag's ihm auf Chinesisch. Oh. Nur wer lange genug lebt, begreift alles. Stell mich zur Probe ein und du wirst sehen, dass auch ein Chinese ein tüchtiger Cowboy sein kann. Ach, bist du hartnäckig. Gut, ich lass mich breitschlagen und stell dich zur Probe ein. Aber eins sage ich dir, du bekommst keinen Cent, bevor du nicht bewiesen hast, dass du wert bist. Du kannst in der Baracke schlafen bei den anderen und schlaf schnell, mein Lieber. Die Nächte sind verdammt kurz hier. Hau ab. Der Alte muss verrückt sein. Ich frag mich bloß, was wir hier mit einem Chinesen anfangen sollen. Am meisten würde mich interessieren, was unser gelber Freund in seinem Sack hat, den er dauernd mit sich rumschleppt. Bestimmt keine Eier, und wenn, dann höchstens faule. Vielleicht ist er voll Geld, weil er ihn nicht aus den Augen lässt. Guten Abend. Guten Abend. Na, was ist, Freunde? Ein kleines Spielchen? Hm, ja, warum nicht? Zu viert ist es langweilig. Ja, es ist immer dasselbe Geld, das im Kreis rumgeht. Hm. Vielleicht bleibt's bei dir mal hängen. Hm? Wie steht's mit dir? Hey, du scheinst gute Nerven zu haben. Spielst du Poker? Auf dem Schiff habe ich ein paar Mal zugesehen. Wir haben gefragt, ob du mitspielst. Ich habe nicht viel Geld. Wie viel will ich wissen? 5 Silberdollar. Das reicht gar, um die Zeit durchzuschlagen. Also gut, wenn es nur um die Zeit geht? Wie ist auf dem Tisch? Das ist hier so üblich. Und was ist mit eurem Geld? Richtig, hätte ich bald vergessen. Ich muss geben. Habt ihr keine anderen Karten? Was hast du gegen die Karten? Die Asse sind abgegriffen. Das Blatt taugt nichts. Na ja, mir sind alte Karten immer noch lieber als gar keine Karten. Hast du recht, dann nehmen wir die hier. Na gut. $5. Ich geh mit. Ich auch. Ich passe. Ich hab 3 Könige. Zu wenig, ich hab 3 Asse. Du hast der Glück auf Verstand. Dir fehlt beides. Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Gute Nacht. Langsam, Freundchen. Wir bestimmen hier, wann aufgehört ist. Du solltest mal was gegen Mundgeruch tun. Komm. Habt ihr gehört? Er hat mich beleidigt. Los jetzt, Bert. Lass ihn in Ruhe. Das war die letzte Runde. Höchste Zeit, dass wir uns in die Falle hauen. Der ganze Wochenlohn ist im Eimer. Reg dich nicht auf, Opa. Denk an das alte Sprichwort, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ich bloß nicht von Liebe. Mir ist vor 2 Wochen meine Lieblingskuh davongerannt. Thank you.
Willst du nicht mehr mitspielen? Wir können es kaum erwarten. Der nächste. Eins, zwei, drei, vier. Da fehlt doch noch einer. Nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht! Oh, mein schönes kleines Gewiss! Das letzte Woche habe ich nur überreden lassen. Hey, warum verschmierst du mich wie ein Weihnachtspaket? Das war doch nur Spaß. Ein alter amerikanischer braucht einen Neuankömmling zu feiern. Habe ich mir gleich gedacht. Und das ist ein alter chinesischer Brauch, sich zu bedanken. Trotzdem, ruhige Feiern sind mir lieber. Übrigens, wenn du neue Zähne brauchst, da liegen ein paar Dutzend. Ein Gebiss, meine schönen Beißerchen. Es war ein altes Erbstück von meinem Großvater. Grüß ihn schön, deinen alten Großvater. Jack, zwischen San Francisco und Kansas City gibt es keinen mit so einem schönen Zopf. Was wollt ihr von mir? Gute Nachrichten haben hier Flügel. Wir haben erfahren, dass du die Spitzbuben von der Ferguson Range reif für die Mülltonne geschlagen hast. Stimmt doch, oder? Ja, sie wollten an meinen Sack. An was für einen? Kein Zweifel, das ist er. Ich könnte mich vor Freude in den Arsch beißen, dass ich dich endlich gefunden habe. War doch nicht so gemeint. Wir wollten nur rauskriegen, ob du es wirklich bist. Okay, jetzt weißt du's. Pass auf, wir wollen dir einen Vorschlag machen. Du willst doch Cowboy werden. Wenn du Lust hast, kannst du für den größten Viehzüchter in dieser Gegend arbeiten, für Mr. Spencer. Freie Verpflegung und so weiter. Und pro Woche noch 30 Piepen. Und da kommt ihr ausgerechnet zu mir? Weißt du, man redet ja schon eine ganze Weile über dich, was für ein munteres Kerlchen du bist und so. Uns treibt's hier schwer um, wegen der Viehdiebstähle und so. Da braucht unser Chef natürlich Kerle, die richtig zupacken können und sich nicht gleich ins Hemd machen, verstehst du? Na, was ist? Wäre das was für dich? Ich mache mit. Unser Treffpunkt. Und wo sind die anderen so lange? Die Mexikaner nehmen es nicht so genau mit der Zeit, aber sie sind bis jetzt noch jedes Mal gekommen. Um was geht es denn? Eine reine Routineangelegenheit. Mr. Spencer hat in Mexiko Vieh gekauft und wir treiben es nach Texas.
Auf illegalem Weg natürlich, ohne all die langwierigen Formalitäten wie Zoll, Quarantäne und so. Schmuggel meinst du also? Ja, das kannst du nennen, wie du willst. Für uns ist wichtig, dass die Ware durchgeht und dass die Kasse stimmt. Ah, da kommen sie, Billy und Frank. Was ist? Sie sind da hinten im Canyon. Also los! Halt! Wir warten hier auf Sie. Billy, David, ihr beide reitet voraus. Vorwärts! Sagen Sie, wo ist denn das Vieh? Direkt vor deiner Nase. Es ist zweibeiniges Vieh. Erstens frisst es weniger und zweitens bringt es mehr Geld. Anda, anda! Vamos! Vorwärts! Faules Pack! Nehmt die Beine auseinander! Ich dachte, Amerika hat die Sklaverei schon lange abgeschafft. Wieso? Wer redet von Sklaven? Diese elenden Vogelscheuchen sind glücklich, dass sie hier arbeiten dürfen, anstatt drüben in Mexiko abzukratzen. Mr. Spencer bezahlt dem, der sie angeworben hat, eine anständige Prämie und dann verkauft er sie weiter an die Farmer im Osten. Nichts Ungewöhnliches, oder? Ja, es sind ja bloß Mexikaner. Halt, Muchachos! Hallo, Senor Craig. Wie geht's? Ich kann nicht klagen. Alles in Ordnung? Aber ja, natürlich. Was Juan in die Hand nimmt, das klappt auch. Die Vögel sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Die hast du wohl aus dem Altersheim entführt. Hier hast du die Kohlen, aber das nächste Mal will ich ein bisschen bessere Ware sehen, klar? Gracias, Senor Craig. Immer zu Ihren Diensten. Adios. Anda, anda. Vámonos, muchachos. Los, vorwärts. Und jetzt ab in den anderen Wind. Hoch! Auf! Auf mit euch! Los, vorwärts! Bewegt euch! Los! Hey. Auf, nehmt die Beine unter den Arsch! Hey! Los! Hey! Hey da! Los! Los, bewegt euch! Vorwärts, ihr müden Kakteen! Komm an da! Aus Tempo! Aus! Los! Aha. Was ist denn los, mein Junge? Stört dich was? Das sind ja keine Chinesen. Es sind Menschen. Eure Viehtreibermethoden stören mich. Na, du machst mir Spaß. Los, komm schon. Das Klima in der Gegend ist nicht sehr gesund. Ha! Lass! Ha! Vorwärts, Leute! Höchste Zeit, dass wir hier wegkommen! Na, vorwärts! Hey! Halt! Greg, Soldaten! Eine Patrouille kommt auf uns zu. Wir laufen ihnen direkt in die Arme. Sie können uns abknallen wie die Karnickel. Und was ist, wenn wir da vorne über den Hügel gehen? Zu spät, Greg. Dann wisst ihr, was wir zu tun haben. Was? Ha! Die Soldaten kommen! Haut ab! Los, halt schon! Nehmt die Beine in die Hand! Idioten! Nicht, Leute! Schießt sie nieder! Die Soldaten leben in die Hände fallen! Ah!
Kommst du mich so an? Hier, schieß! Besser zielen. Los, bring mich schon um. Ich war der Einzige, der nicht geschossen hat. Ich habe gar keinen Revolver. Das passiert nicht zum ersten Mal. Sie haben Angst, dass einer von den Soldaten gefangen genommen wird. Hilf mir, Fremder. Danke dir. Kannst du reiten? Ich werde es versuchen. Du musst deine Leute warnen. Sag ihnen, dass Sklaverei schlimmer ist als Hunger. Ich werde es ihnen sagen. Gott sei mit dir. Diese Falle vorbereitet, aber wer ist dein Auftraggeber? Rede oder du wirst dein ganzes dreckiges Blut spucken. Hast du verstanden, miserabler Sohn einer Kröte? Wach's Maul auf! Die Achillessehne ist als Zielscheibe ideal. Den zweiten überlasse ich dir, mein lieber Neffe. Dem tut sicher schon der Hals weh, vom vielen Herumhängen. Was ist mit dem Chinesen? Der liegt auch so sinnlos in der Gegend herum. Nein, nein.
Das wäre zu einfach. Mit dem habe ich etwas Besonderes vor. Meine Freunde, ich habe die große Ehre, euch Moloch vorzustellen, die schwarze Perle meiner Ranch. Aha. Nun spielen wir das Keine rührt sich von der Stelle Spiel. Tut, was er sagt. Bitte, lass mich am Leben. Ich werde dich lehren, was es heißt, im Dreck zu liegen und Staub zu fressen. Nein, ich bitte dich, lass mich leben. Ich gebe dir Geld. Ich bin reich. Hab Mitleid mit mir. Du redest von Mitleid? Hast du Mitleid gehabt, als der Stier auf mich losgegangen ist? Hast du mit den 20 Indios Mitleid gehabt, die auf deine Befehle abgeknallt wurden? Warum willst du mich umbringen? Was hast du davon? Lass mich leben. Ich gebe dir halb Amerika. Dieses Amerika kannst du dir in den Hut stechen. Nach den Gesetzen deines Amerika müsste ich dir die Knochen brechen und dich den Schakalen zum Fraß vorwerfen. Das Amerika, das ich suche, finde ich erst, wenn solche widerlichen Kreaturen wie du verfault sind. Männer werden jenseits der Grenze in Mexiko angeworben. Es wird ihnen versprochen, dass sie hier Arbeit kriegen und Geld verdienen. In Wirklichkeit werden sie zu Sklaven gemacht. Wer sich dagegen auflehnt oder versucht wegzurennen, wird auf brutalste Weise zu Tode gequält. Und der Boss dieser ekelhaften Organisation, Sheriff, ist ein gewisser Spencer.
Langsam, langsam. Ist überhaupt klar, was du da sagst? Mr. Spencer ist einer der angesehensten Bürger, einer der besten Steuerzahler dieses Landes. Er ist ein Sklavenhändler. Ich kann nicht zulassen, dass dieser Mann beleidigt wird und schon gar nicht von einem Chinesen. Vorsicht, gleich tropft ihn der Rassenhass aus den Nasenlöchern. Jetzt reicht's aber! Mach, dass du rauskommst und lass dich ja nie mehr blicken, sonst stelle ich dich wegen Verleumdung vor Gericht. Verschwinde! Wie kommst du an Spencers Pferd? Ich verhafte dich wegen Pferdediebstahls. Das ist ja herrlich. Nicht nur, dass du ihn verleumdest, du klaust ihm auch das Pferd. Wieder rein mit dir! Hau, hau! Erhaltet ihn! Du Schwachsinniger, wie konntest du diesen Mann laufen lassen? Er ist wie weggeflogen. Ja, ich weiß, man sagt, er kann fliegen. Aber kannst du mir sagen, wie? Hat er Flügel? Außerdem kann man jeden Vogel jagen. Aber das ist kein Vogel, Mr. Spencer, das ist ein Chinese. Warum konnte er nicht in China bleiben? Er hat die Indios befreit und zwei meiner Männer erschlagen. Ganz zu schweigen von meinem Stier. Um ein Haar hätte er mich auch getötet. Willst du vielleicht darauf trinken? Nein. Nein. Dieser Chinese ist eine Gefahr für uns alle. Kapiert ihr das denn nicht? Er pusht uns nicht nur ins Handwerk, er stiehlt auch hemmungslos Pferde. Wer weiß, was er als nächstes vorhat. Man fühlt sich ja nicht mal mehr im Bett sicher. Wir müssen handeln, meine Herren. Geben Sie mir 5 Ihrer Männer und ich serviere Ihnen seinen Kopf auf ein Tablett. Du. Ausgerechnet du willst gegen diese schlitzäugige Bestie antreten. Der schlägt dich doch zu Brei. Wir brauchen einen ganzen Kerl, nicht so einen Idioten wie dich. Aber hören Sie... Dafür kann nur einer in Frage kommen. Pedro, der Kannibale. Ich kenne niemanden, der für diese Aufgabe besser geeignet wäre als er. Eine fabelhafte Idee. Aber dann käme auch Sam, der Totengräber, in Frage. Er könnte ihm gleich ein kühles Grab schaufeln. Oder Fallspieler Tricky. Keiner zieht so schnell wie er. Und was ist mit Scalp Jack? Ja, also wenn Sie mir diese Männer zur Verfügung stellen? Alle 4. Alle 4 sollen kommen. Wir versprechen demjenigen $5,000, der uns den Kopf des Chinesen serviert. Oh, das macht für jeden von uns $1,000. Sachen. Woher hast du sie? Mein Vater hat sie gefunden. Erinnerst du dich noch an den alten Indio, den du gerettet hast? Aber woher weißt du, dass ich hier bin? Wer hat dir das gesagt? Die Indios reden nicht viel, aber sie sehen alles. Von ihnen habe ich es erfahren. Du musst dich in Acht nehmen. Und vor wem? Einem Indio ist es gelungen, von Spencers Ranch zu fliehen und in sein Dorf zurückzukehren. Er erzählte, dass Spencer sich an dir rächen wird. Er hat Killer angeworben. Die suchen dich überall. Du musst schnellstens von ihr weggehen. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich werde ganz sicher von ihr weggehen, aber nicht, weil ich Angst habe. Dann komm mit mir. Unter meinen Leuten wirst du in Sicherheit sein. Hast du Hunger? Ja, und wie? Hey, Kannibale! Hast du schon mal Fleisch von einem Chinesen gefressen? Nein, Chinesen sind mir zu zäh. Die bleiben mir im Magen liegen. Es wäre meine Abwechslung. Ach, du Wurzelzwerg. Woher willst du wissen, dass der Chinese da drin ist? Auge, aber das ist wie ein Ferdor. Wollen wir wetten? Wenn der drin ist, kriege ich das Mädchen und du den Chinesen. Du bleibst hier, verstanden? Und rühr dich ja nicht von der Stelle. Wie geht's deinem alten Herrn? Er ist außer Lebensgefahr, weil du ihm geholfen hast. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich nicht früher eingegriffen habe. Du hast schöne Augen, wunderschöne Augen. Aber manchmal sind sie wie Dolche. Ich kann dir nicht sagen, was ich in deinen Augen lese. Ja,
Entschuldigung, ich klopfe nie an. Dann ist die Überraschung größer. Halt! Ich habe da draußen noch einen Freund. Einen feinen Pinkel. Der hat es sich in den Kopf gesetzt, der Schönen den Hintern zu kraulen. Aber der Gute ist zu schüchtern. Darum hat er seinen besten Freund geschickt. Rate mal, was er gesagt hat. Was ich mit dir machen soll. Ich soll dich fressen zum Abendessen. Jetzt weiß ich bloß nicht, kann man Chinesen Fleisch auch roh verdrücken? Oder bleibt es einem da zu lange im Magen liegen? Christina! Christina! Da war noch ein anderer Mann. Der ist geflohen. Er wird die anderen holen. Lass uns gehen. Die Angst ist ein schlechter Begleiter. Wir haben Zeit. Ich würde gern mit dir nach Mexiko gehen, aber das würde einem Davonlaufen gleichkommen. Außerdem habe ich mir vorgenommen, diesem Spencer und seiner ganzen korrupten Bande endgültig das Handwerk zu legen. Für dich ist es besser, du gehst zu deinem Vater zurück. Christina! Oh, bitte entschuldige, ich war eingeschlafen. Ja, es ist anstrengend. Seit heute früh sitzen wir im Sattel. Das nächste Dorf kann nicht mehr weit sein. Und morgen begleite ich dich zur Grenze. Einverstanden? Ich würde lieber bei dir bleiben, aber ich weiß, es geht nicht. Pass auf die Pferde auf. Danke. Danke. Wir brauchen zwei Zimmer, bitte. Na, tut mir leid, unmöglich. Es ist alles besetzt. Sieht aber gar nicht so besetzt aus. Die Gäste kommen erst später. Eins haben wir noch. Eins ist gerade frei geworden. Vielleicht nimmt das die Dame. In Ordnung. Geh und ruh dich aus. Ich schlafe im Stall genauso gut. Gute Nacht, Christina. Gute Nacht.
Glas Milch. Milch, ja, ja, ich hol sie sofort. Christina! 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 Und drei, die Katze frisst den Brei. Hey, hast du die junge Dame gesehen? Was kriege ich, wenn ich es dir sage? Hast du sie gesehen? Es kostet einen halben Dollar. Da. Wehe, du sagst mir nicht die Wahrheit. Du kannst mir nicht Angst machen. Ich bin es gewohnt, dass ich ein paar Mal am Tag geschlagen werde. Jack, das ist einfach viel zu tief. Jack, Jack, jetzt hängt dein Beutel schief. Hey, Gelber, hast du wenigstens noch gesehen, was für ein schönes Grab ich geschaufelt habe? Sehr komfortabel und schön kühl.
Christina. Beruhige dich, jetzt ist ja alles gut. Sie werden dich umbringen. Auf deinen Kopf sind 5000 Dollar ausgesetzt. 5000 Dollar nur? Das ist ja direkt beleidigend. Bring mich weg von hier. Bitte. Christina, du hast Fieber. Bring mich weg. Ich habe Angst, der Mann kommt wieder. Ich habe Angst. Beruhige dich, der kommt garantiert nicht wieder. Hier bist du in Sicherheit. Ich gehe und hole einen Arzt. Ich bin gleich wieder da. Nein, nein. Lass mich nicht allein. Wo finde ich hier den Arzt? Gleich hier links und dann immer geradeaus bis zur nächsten Stadt. Danke. Gibst du mir auch einen Schluck, Tricky? Na sicher, mein Schatz. Na, wie wär's mit dem kleinen Hüpfischchen? Mit dir nicht mal Tote. Bist du mit 10 Dollar einverstanden? Entweder 20 oder gar nicht. Na, komm du her, geh zum Teufel. Auf Ihre Gesundheit und auf gute Geschäfte. Ich kann mir vorstellen, dass mir von dem, was Sie in der Tasche haben, der 10. Teil reichen würde. Und wozu? Ich würde dafür sorgen, dass es Junge kriegt. Siehst du diesen Typen da am Klavier? Der stinkt 10 Meilen gegen den Wind nach Geld. Und er spielt. Also für mich hat er was gegen Geld. Gestern hat er beim Poker 1000 Dollar verloren. Ich sag euch, so herzhaft habe ich den noch nie lachen sehen. Solche Typen sind mir die liebsten Mitspieler. Ich hätte Lust auf eine Runde. Ich auch, wenn er mitmacht. Ich kann ihn ja mal fragen, wenn Sie mir einen kleinen Kredit geben. Erst fangen wir mal an zu spielen. Komm doch für das Geld lieber auf mein Zimmer. Danke, bei mir geht nichts mehr. Na, Tricky, wie habe ich das gemanagt? Steig am Anfang lieber nicht so hoch ein, sonst fällt's auf. Halt du lieber das Maul. Nein, nein, das ist nicht nötig. Auf Ihre Rechnung, Mr. Tricky, wie immer? Ja, sicher. Spielen wir eine Runde Blackjack. Zum Warmwerden. Ja, gerne. Nee. Oh. Tja, Sie sind noch neu. Wir haben ja Zeit. Was willst du? Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ich hier einen Arzt finde? Für einen Chinesen oder für ein Pferd? Für eine Frau. Ist auch egal, wir haben sowieso bloß einen Viehdoktor. Verdammter Mist. Stimmt ja gar nicht, dass Sie dauernd verlieren. Tja, ich kann es selber kaum glauben. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich gewinne. Ich bin schon ganz unglücklich darüber. Aber das Blatt kann sich schnell wenden. Sicher verliere ich gleich alles. Nächste Runde um 500 Dollar. Hey, Tricky. Was ist? Da draußen ist dieser Chinese, den Spencer sucht. Er fragt nach dem Doktor. Versuch ihn hierher in den Salon zu lotsen. Ich werde den Burschen schon kurieren. Klar. Komm her, mach die Bude dicht, ich brauch Platz. Meine Herrschaften, wir schließen. Schluss für heute, Feierabend, der Salon wird geschlossen. Los, los, Beeilung. Zu spät, mein Freund, er macht zu. Aber hören Sie mal, was ist mit der Revanche? Ein andermal, ich freue mich schon drauf. Sie sind so ein unsympathischer Mensch. Eine Sauerei, ich habe ein Recht auf Revanche, hier. Also gut. Ich eröffne mit 100. Weg mit dem Fettsack. Du wirst ja auch einen leichteren aussuchen können. Der stinkt ja schon wie. Schau mal, ein Chinese. Oh, Mensch. Bist du Karate-Jack? Ja,
Du suchst einen Doktor, oder? Ja. Pass auf, er hockt unten im Saloon und lässt sich volllaufen. Das macht der Kerl fast jeden Tag so. Wenn du Pech hast, liegt er jetzt schon unterm Tisch. Und wo ist der Saloon? Oh, nur um ein paar Ecken. Soll ich dich begleiten? Ja, das wäre sehr nett. Und wie war's? Nichts war. Ich habe die ganze Nacht damit verbracht, ihm klarzumachen, dass ich kein Pferd bin. Er wollte mir unbedingt einen Sattel auf den Hintern schnallen. Nicht dumm, Chinese. Aber ich habe gute Augen. Die Hand war ein bisschen zu weiß. Also pass auf. Ich habe den Revolver und du hast angeblich 7 Leben wie eine Katze. Sollten wir uns nicht arrangieren? Ich warte auf Vorschläge. Spencers haben mir $5,000 für deine gelbe Haut. Du machst dich aus dem Staub und ich überzeuge ihn, dass ich dich umgelegt habe. Mit den Moneten machen wir 50-50. Ist doch ein prima Angebot. Und was ist mit dem Revolver? Willst du damit in der Nase bohren? Schon kapiert. Ich komme unbewaffnet runter. Eins. Und zwei. Du siehst, ich meine es ernst. Bist du nun zufrieden? Das werde ich dir später sagen. Mir ist Spencer auch nicht sehr sympathisch. Wieso bist du verletzt? Ach das? Das war nur ein Streifschuss. An dem Durcheinander kann sich schon mal eine Kugel verirren. Vor allem, wenn es um $5,000 geht. Nicht wahr? Da würde ich sogar nach China gehen, bloß um nicht in diesem scheiß Amerika leben zu müssen. Die Stimmungen wechseln wie die Farben, Doktor. Naja, du bist ein chinesischer Philosoph, aber für einen Amerikaner, der keine Philosophie hat, ist es verdammt schwer, hier zu leben. Kannst du mir glauben?
Sie reden, als wären Sie kein Amerikaner. Irrtum, ich rede sogar, weil ich ein Amerikaner bin, ein hundertprozentiger. Ziemlich hohes Fieber. Ein Becher Wasser, frisches. Schön das Mündchen auf. Hier. Danke. So, und jetzt brav runterschlucken, ja? Gut. Pass auf. Alle 4 Stunden gibst du jetzt 2 davon. Wenn die Tabletten wechseln, ist auch das Fieber weg. Gute Nacht. Adio. Adio. Doktor, was bin ich Ihnen schuldig? Ah ja, das hätte ich beinahe vergessen. Weißt du was, sei nett zu den Mädchen. Hm? Bitte nehmen Sie wenigstens ein Geschenk von mir an. Was für ein Geschenk? Etwas aus meiner Heimat. Das ist Tee. Tee? Aber wenn man ihn mit Whisky verdünnen kann, nehme ich ihn mit. Also nochmals auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen, meine Tochter. Und werden Sie bald gesund. Adio. Ich hatte schon Angst, dass du nicht wiederkommst. Ich habe so gute Freunde gefunden. Die wollten mich gar nicht wieder weglassen. Was willst du, Jack? Sei gegrüßt, Doktor. Das ist die ideale Nacht zum Dauerwellenfang. Ich weiß nicht, was du meinst. Scheiß dir nicht auf den Schwanz, Doktorchen. Ich bin auf den Zopf des Chinesen scharf. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, von welchem Chinesen du redest. Oh. Stell dich nicht dumm. Ich weiß nicht. Lass mich zufrieden, Jack. Gefällt dir dieses Messerchen hier? Oder wäre dir ein anderes lieber? Hier, ich erlaube dir ausnahmsweise einen Einblick in meine Hobbywerkstatt. Na? Sag schnell, wo ist der Chinese? Es gibt dir keine Mühe, von mir erfährst du nichts. Halt still, sonst sind die Ohren auch noch ab. Vergelte Gutes mit Gutem und Böses mit Gerechtigkeit. Thank you.
So an. Soll ich dir verraten, warum ich dich noch nicht erledigt habe? Weil es mir keinen Spaß macht, Leichen zu skalpieren. Die stinken so. Ganz ruhig. Das macht sonst einen schlechten Eindruck vor der Kleinen. Ich hab's genau gesehen. Der Chinese hatte die Beine durchschossen. Der lag da wie ein Vogel mit gestutzten Flügeln. Er muss geblutet haben. Geblutet wie ein Schwein. Und plötzlich ging Skalpcheck auf ihn zu. Ich hab es mit meinem scharfen Seemannsauge genau gesehen. Der Chinese war schon fast hinüber, als Jack sein Messer zückte und anfing, ihm die Schwarte abzuziehen. Finger weg. Er hat ihn skalpiert. Was soll ich sagen? Der eine sammelt Hufeisen, der andere Dauerwellen. Er ist im Grunde kein schlechter Kerl. Das ist eben seine Leidenschaft. Das ist genau, wie es bei mir die Weiber sind. Leuten aus der High Society, wie dem Sheriff, dem Richter oder mir, würde ja nie etwas tun. Aber bei so einem schönen Chinesenzopf kann er nicht widerstehen. Ich gönne es ihm. Meine Herren, damit dürfte der Fall endgültig erledigt sein. Hm? Und du, mein Guter, geh rüber zu Ramona und such dir die aus, mit der du am meisten Spaß haben wirst. Einverstanden? Und ob ich einverstanden bin? Ich habe schon einen ganz steifen Hals. Das ist eben für Sie abgegeben worden, Mr. Spencer. Von wem ist das? Das weiß ich nicht. Der Mann, der es gebracht hat, ist sofort wieder gegangen. Du kannst gehen. Sei vorsichtig, Spencer. Nicht, dass es eine Bombe ist. Es ist viel zu leicht. Vielleicht ist es ein Geschenk von Skalpcheck. Es ist von Jack. Aber ein Geschenk ist es nicht. Ist ja ekelhaft. Kein Zweifel, das ist der Skalp von Jack. Wir haben diesen Chinesen unterschätzt, meine Herren. Gebt mir 5 gute Männer und ich versichere euch, dass ich den Kerl unschädlich mache. Ausgerechnet du wirst es schaffen. Diesmal mache ich es nach meiner Methode. An jedem Tag, an dem er in Freiheit ist, wird ein Indio hingerichtet.
Ich verspreche euch, die Mexikaner werden ihn jagen wie ein Tier. Ich bin nicht dafür, dass wir so viele Arbeitskräfte opfern. Der Mann ist doch schließlich nicht unverwundbar. Er kennt nur irgendwelche geheimen Techniken. Wir müssen herausfinden, nach welchem System er kämpft. Dann suchen wir uns einen Mann, der ihn mit seinen Waffen schlägt. Du darfst mir ruhig glauben, Spencer. Eine andere Lösung gibt es nicht. Die Kugeln müssen raus. Ja, bring mir meinen Sack, bitte. Du willst sie selber herausholen? Aber das sind furchtbare Schmerzen. Ich werde keinen Schmerz spüren. Oh, Jack. Wenn ich diese Nadeln an einer bestimmten Stelle des Beines einsteche, werde ich keinen Schmerz spüren. Das ist eine alte chinesische Technik, die Akupunktur. Das kostbarste Geschenk meines Meisters. Balsam des Tao, um Infektionen zu vermeiden. Ich habe unseren Mann. Vorläufig ist das nur ein Name. Wer ist der Mann? Er ist der Einzige in Amerika, der dieselbe Ausbildung hat wie unser Freund. Was ist das für eine Blume auf deinem Arm? Du hast versprochen, mir zu erklären, was für eine Bedeutung sie für dich hat. Es ist eine Lotusblüte, das bedeutet absolute Herrschaft über Körper und Geist. Ich wurde von frühester Kindheit an in einer speziellen Schule in die geheimen Riten des Yang eingeweiht. Außer mir erreichte nur einer dieses höchste Ziel. Mehr darf ich nicht verraten, sonst mache ich mich schuldig. For many long years I was put through the most terrible ordeals. I learned how to bear hunger, thirst, pain. My body became flexible as a reed and hard as steel. Then, the 10 young men who were promoted were sent to a temple, and I was one of them. We spent 3 years there, learning what was still to be learned. The secrets of yoga, the age-old methods of self-defense, jealously preserved by the masters and passed on only to a select few. Only 2 of us got through to the end. The pain your flesh now endures will forever remind you of the oath that you have taken. The law that governs your life will be repay good with good and evil with justice. This law you will hold sacred. These are the daggers of Hue.
are the dragon's swords. And these contain the eternal secret of the Fire Lotus. You are the only ones to learn it in 100 years. No one knows your face, and the sign of the lotus is the only way you may recognize each other. With your sacred weapons and with your knowledge, you are invincible. But should you use your gifts to commit an act of injustice or tyranny or for gain, the lotus will wreak its vengeance wherever you may be. Das sind $2,000. Den Rest bekommst du später. Vertrauen gegen Vertrauen. Ich hoffe, du weißt, was das bedeutet. Schau mal, siehst du die paar Häuser dort? Da bin ich zu Hause. Komm. Buenos dias. Buenos dias. Christina. Conchita. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Das ist ein guter Freund von mir. Buenos dias. Treten Sie ein. Komm rein. Das ist Manuel, Conchitas Bruder. Buenos dias, Señor. Eigenartig. Seit ich in Amerika bin, ist es das erste Mal, dass mich jemand mit Herr anspricht. Oh. Senor, da ist ein Mann draußen, der wartet auf Sie. Sie möchten rauskommen. Und was will er? Das hat er nicht gesagt. Bitte geh nicht, ich habe Angst. Wer kann das sein? Vielleicht ist uns jemand gefolgt. Hab keine Angst. Und er ist der Karate-Jack Lieber. Why are you here? I have not betrayed the law. I, however, have betrayed it, and still I live. You still credit the fairy tales of the master. I am here to kill you.
Aufs Herz, Mercuria! Aufs Herz! Denjenigen, die Ungerechtigkeit erleiden. Meinen Leuten, deinen Leuten. Ich habe meine Aufgabe und meinen Platz in dieser Welt gefunden. Es gibt so viel zu tun. Verstehst du das? Ich kann nicht anders.
lebt wohl.